Absolutes Highlight in dieser Saison. Kann eine Vorentscheidung fallen, wenn die Borussia aus Dortmund gewinnen sollte. Alle anderen Ergebnisse lassen den Meisterkampf weiterhin offen bis zum letzten Spieltag. Ich glaube aber, dass Bayern dieses Spiel gewinnt, weil sie diese Situation kennen, weil sie auch diese Situation schon erfolgreich häufig gespielt hat. Auch zu meiner Zeit hatten wir solche Spiele und dann waren wir fokussiert. Es wird auch die Bayern-München-Mannschaft am Wochenende sein. Also ganz nüchtern betrachtet würde ich sagen, der Sieger wird Meister. Und der Sieger wird Bayern München heißen. Das, was ein Bayern-Fan überhaupt nicht braucht, ist Spannung. Der Bayern fällt mir an Weihnachten schon 15 Punkte Vorsprung ab. Spannung brauchen wir nicht. Also Dortmund war noch nie so nahe dran am deutschen Meister die letzten Jahre wie heuer. Und ich wünsche es Dortmund, dass sie endlich mal deutscher Meister werden. Aber genauso wünsche ich es auch meinem Verein, den FC Bayern München. Es ist schön, dass es mal wieder so spannend ist in der Liga. Und freuen sich ja alle Zuschauer, Reporter, Fans. Jeder Einzelne freut sich einfach auf dieses Spiel. Entschieden und nicht, aber klar, der Sieger, der als Sieger vom Feld geht, hat natürlich einen Vorteil dann. Also falls Bayern gewinnt, sind sie wieder vorne. Dann wird es, glaube ich, für Dortmund schwer, sie da noch vom Thron zu stoßen. Wenn Dortmund gewinnen sollte, hat Bayern schon gewaltigen Rückstand. Ich bin gespannt. Nun, schöner kann es nicht werden für uns Fußballfans. Das ist eine ideale Konstellation. Die Bayern sind gefordert, aufs Äußerste gefordert. Und die Dortmunder können zwar nicht beruhigt sein und da auftreten, aber sie können ihre Stärken da zutage bringen. Und das wird sich zeigen, wie gut sie da sind. Das ist das entscheidende Spiel für die Meisterschaft meines Erachtens.